Masse. Wir rechnen um in die nächstkleinere Einheit. Wir rechnen also um von Tonne in Kilogramm, von Kilogramm in Gramm oder vielleicht auch von Gramm in Milligramm. Da die Einheit kleiner wird, wird die Zahl größer. Wir rechnen mal 1000. Wie du gleich an den Beispielen sehen wirst, bedeutet mal 1000 rechnen, das Komma wird zum Tausenderpunkt. Oder wir verschieben das Komma um 3 Stellen nach rechts. Im ersten Beispiel wollen wir 3,758 Tonnen in Kilogramm umrechnen. Die Einheit wird kleiner, die Zahl wird größer, die Umrechnungszahl ist 1000. Wir rechnen mal 1000. Das erreichen wir, indem wir das Komma um 3 Stellen nach rechts verschieben. 1, 2, 3. Dann ist das Komma hinter der Zahl. Wir erhalten also als Ergebnis 3758 und jetzt können wir noch schreiben, wenn wir wollen, 0,0 Kilogramm. Ich nehme dazu eine andere Farbe, denn das 0,0 kannst du auch weglassen. Du siehst hier das Komma, dort der Tausenderpunkt. Beim Umrechnen wird also das Komma zum Tausenderpunkt. Wenn unsere Zahl ein bisschen kürzer ist, das heißt, wenn wir nicht so schön 3 Stellen hier hinterm Komma haben, die hinterher zu 100er, 10er, 1er werden beim Umrechnen, können wir uns auch behelfen. Zum Beispiel, wenn wir 8,3 Tonnen in Kilogramm umrechnen wollen. Sicher hast du dir schon gemerkt, dass wir mal 1000 rechnen beim Umrechnen. Das heißt, die 8 wird hier auf der anderen Seite beim Ergebnis zum Tausender. Da kann ich also den Tausenderpunkt schon dahinter machen. Dann ist die 3 der 100er und wir brauchen noch ein 10er und ein 1er. Das ist die eine Methode. Oder aber ich schreibe mir die 8,3 noch einmal auf und ergänze direkt dahinter 2 Nullen. Dann sind es 8,300 Tonnen, sodass beim Umrechnen, wenn ich das Komma verschieben möchte, 1, 2, 3 Stellen und dann erhalte ich 8300, und dann kann ich nochmal eine 0 hier hinschreiben, ich schreibe die mal so ein bisschen dünner, Kilogramm. Auf jeden Fall sind es 8300 Kilogramm. Bei meinem dritten Beispiel möchte ich 0,045 Tonnen in Kilogramm umwandeln. Ich kann hier das Komma um 3 Stellen verschieben. 1, 2, 3 und erhalte 45,0 Kilogramm. Wenn ich den Trick nehme, dass das Komma zum Tausenderpunkt wird, geht das auch. Dann habe ich 0 Tausender, 0 Hunderter, 4 Zehner, 5 Einer. Und die Zahl sieht ein bisschen komisch aus. Da würde ich dann auch nochmal hinschreiben, 45 Kilogramm. Denn wir sagen ja nicht 0045. Also, du siehst, beides geht. Zuletzt noch ein Beispiel, bei dem wir von Kilogramm in Gramm umrechnen, damit du siehst, dass das ganz genauso funktioniert. Auch hier haben wir die Umrechnungszahl 1000, die Einheit wird kleiner, die Zahl wird größer, also mal 1000. Wir hatten gesagt, dass das Komma zum Tausenderpunkt wird oder dass wir das Komma um 3 Stellen nach rechts verschieben. Wir können also hier noch 2 oder 3 Ziffern hinterm Komma ergänzen, damit das mit dem Komma verschieben funktioniert. 1, 2, 3 Stellen und wir erhalten dann 17,600,0 Gramm. Diese Zahl heißt 17.600 und du siehst auch hier, das Komma wird zum Tausenderpunkt. Und nun wünsche ich dir wie immer viel Vergnügen beim Üben.